Wenn du selbstständig bist, musst du meistens zumindest eine regelmäßige Umsatzsteuervoranmeldung abgeben. Und zu diesem Thema entstehen regelmäßig Fragen. Und ein paar eurer Fragen möchte ich zum Thema Umsatzsteuervoranmeldung in diesem Video beantworten. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und ja, wenn du selbstständig bist, dann musst du dich auf jeden Fall einmal irgendwie mit dem Thema Umsatzsteuer und Umsatzsteuervoranmeldung beschäftigen. Und wir haben diese ganze Thematik schon in einigen YouTube-Videos verarbeitet und ich bin einfach mal so durch den Kommentarbereich gegangen und möchte mal ein paar Fragen hier stellvertretend beantworten. Die erste Frage kommt von Mark Rimes und Mark schreibt: Hey, super Videos, die du machst. Ich habe da mal eine Frage. Wenn ich mich jetzt gegen die Kleinunternehmerregelung entscheide, muss ich dann sofort Steuern vorauszahlen? Er hofft mal nicht. Danke, falls jemand Erfahrung hat oder falls ich es lese. Ich lese es nicht nur, sondern ich beantworte dir gerne diese Frage auch in diesem Video. Und zwar, um es ganz kurz zu machen, ja. Entweder bist du Kleinunternehmer, dann hast du nichts mit Umsatzsteuervoranmeldung und der Umsatzsteuer zu tun, oder aber du wählst die Regelbesteuerung und dann musst du auch Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben und dann auch die Steuer vorauszahlen. In welcher Frequenz du die Umsatzsteuervoranmeldung abgeben musst, das hängt ein bisschen davon ab, wie viel Umsatzsteuer du im letzten Jahr gezahlt hast. Grundsätzlich gibt es die Regelung monatlich, quartalsweise oder tatsächlich auch jährlich. Das hängt halt ein bisschen davon ab, wie viel Umsatzsteuer du im letzten Jahr gezahlt hast. Wichtig ist auch, du kannst das nur für ein ganzes Jahr auswählen. Das heißt, du kannst nicht die erste Jahreshälfte Kleinunternehmer sein und die zweite Jahreshälfte dann darauf verzichten und Umsatzsteuer abführen. Das geht nicht. Du musst dich immer für ein ganzes Jahr binden und wenn du dann wechseln möchtest, kannst du es immer nur zum 1.1. eines Jahres wechseln. Und du musst auch gar keine große Angst haben vor zu hohen Zahlungen, weil die Umsatzsteuervorauszahlungen funktionieren anders als die Vorauszahlung für die Einkommensteuer oder die Gewerbesteuer. Die sind in der Regel ja festgeschrieben und du weißt jetzt schon, was du in 3 Monaten, in 6 Monaten und so weiter vorauszahlen musst. Bei der Umsatzsteuer machst du ja deine laufende Buchhaltung, erfasst deine Einnahmen und deine Ausgaben und berechnest so das, was du an Umsatzsteuer vorauszahlen musst. Das heißt, wenn du mal in einem Quartal oder einem Monat ganz wenig verdienst und ganz wenig Umsatzsteuer von deinen Kunden bekommst, dann führt das in der Regel auch dazu, dass du halt sehr wenig oder sogar gar keine Umsatzsteuer in den Vorauszahlungen leisten musst oder unter Umständen sogar Geld zurückbekommst. Das heißt, du brauchst keine Angst davor haben, dass du plötzlich ganz hohe Steuerzahlungen hast, obwohl du gar keinen Umsatz gemacht hast. Das gibt es bei der Umsatzsteuer so nicht. Die nächste Frage kommt von Mathis Horlacher und Mathis hat eine Frage zu den Formularen. Du kannst deine Umsatzsteuervoranmeldung ja über Elster Online machen und da hast du diese typischen Steuerformulare, die zugegebenermaßen nicht besonders selbsterklärend sind und deswegen hat Mathis eine Frage zu einem bestimmten Feld. Und zwar fragt er: Servus und besten Dank für das Video. Sehr, sehr gern. Kurze Frage: Bei dem Feld abziehbare Vorsteuerbeträge, trage ich hier nur die Summe der Steuerbeträge ein, also zum Beispiel bei einer Anschaffung von 1190 Euro brutto, nur die 190 Euro Umsatzsteuer oder den Nettobetrag, also die 1.000 Euro. Und da gibt es tatsächlich relativ viel Verwirrung, und zwar aus einem einfachen Grund, weil du fast immer die Nettobeträge, also die Summe, eintragen musst, also die 1.000 Euro. Aber bei dem Feld abziehbare Vorsteuerbeträge in der Umsatzsteuervoranmeldung hast du das vollkommen richtig verstanden. Da schreibst du nämlich nur den Steuerbetrag rein. Das heißt, da müsstest du, genau richtig erkannt, nur die 190 eintragen. Die nächste Frage kommt von Carmen Schumacher und Carmen schreibt: Eine kurze Frage. Ich habe gerade erst im Mai gegründet und erstmal nur Ausgaben, also gar keine Umsätze, muss aber trotzdem quartalsweise eine Umsatzsteuervoranmeldung machen. Heißt das, ich gebe jetzt alle Ausgaben schon an und erhalte auch schon die Vorsteuer zurück oder wird das irgendwie in der Jahressteuererklärung verrechnet? Und Carmen, genau das ist der tolle Vorteil, wenn du Regelbesteuerung gewählt hast und keine Kleinunternehmerin bist. Weil dann machst du deine Umsatzsteuervoranmeldung und bekommst tatsächlich auch das Geld direkt zurück. Und wenn du wirklich noch keine Umsätze hast, sondern nur Ausgaben hast, dann kannst du quartalsweise einfach deine Ausgaben an das Finanzamt melden und dafür hast du in der Regel ja 10 Tage Zeit. Also du musst immer 10 Tage nach einem Quartal die Umsatzsteuervoranmeldung abgeben und dann bekommst du anschließend auch relativ zügig das Geld tatsächlich vom Finanzamt einfach auf dein Konto überwiesen. Die nächste, meiner Meinung nach sehr, sehr spannende Frage kommt von Ted Logan und Ted schreibt: Als Existenzgründer darf ich quartalsweise die Umsatzsteuervoranmeldung abgeben, richtig? Ja, richtig. Aber was ist denn, wenn der Berechnungszeitraum erst ab dem 1.5.2021 beginnt? Das heißt, wenn Ted erst Anfang Mai gründet, ist dann der Stichtag der 10.8., also nach 3 Monaten, oder der 10.7., also nach Ablauf des 2. Quartals vom Kalenderjahr? Also die große Frage, die sich hier stellt, ist: Musst du abhängig von deinem Gründungsdatum 3 Monate lang und dann die Umsatzsteuervoranmeldung abgeben? Oder richtest du dich nach dem Kalender, also dem Kalenderquartal? Die Frage ist relativ einfach zu beantworten. Du musst dich immer nach dem Kalenderquartal richten. Das heißt, in deinem Beispiel müsstest du zum 10.7. das erste Mal eine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben.
Das bedeutet natürlich, dass du als Gründer das erste Quartal nicht vollständig hast. Das heißt, deine allererste Umsatzsteuervoranmeldung bezieht sich nicht auf ein gesamtes Quartal, sondern halt nur auf den entsprechenden Anteil. Außer du gründest zufälligerweise gerade am ersten Tag eines Quartals. Die erste Umsatzsteuervoranmeldung ist für einen kürzeren Zeitraum und dann ab dem zweiten Quartal deiner Selbstständigkeit bist du dann in dem gleichen Rhythmus wie alle anderen Selbstständigen und Unternehmer da draußen auch. Die nächste Frage kommt von Vusala. Und Vusala hat auch nochmal eine Frage zu Kostenpositionen und den Feldern in der Umsatzsteuervoranmeldung. Und Vusala schreibt: Ich habe noch eine Frage für die Kosten. Wo soll ich die Kosten denn jetzt genau eintragen? Also zum Beispiel die Versandkosten oder Bürokosten und so weiter. Oder muss das in der jährlichen Steuererklärung eingetragen werden? Und genau diese Verwirrung, die kann ich sehr verstehen und ist auch die gleiche Problematik mit den Vorsteuerbeträgen, die ich eben schon mal beantwortet habe. Du musst nämlich in der Umsatzsteuervoranmeldung die ganzen einzelnen Kosten gar nicht angeben. Das Einzige, was du angeben musst für die Kostenseite, sind die gebündelten, gesammelten Vorsteuerbeträge. Das heißt, gar keine Kostenposition, nur die Vorsteuerbeträge. Das wirkt irgendwie falsch, ist aber tatsächlich genauso vorgesehen. Das heißt, in den laufenden Umsatzsteuervoranmeldungen musst du diese ganze einzelne Aufgliederung überhaupt gar nicht vornehmen. Das machst du nur einmal im Jahr, wenn du die Einkommensteuererklärung erstellst. Das heißt, wenn du die Einnahmenüberschussrechnung, also die Anlage EÜR, in deiner Einkommensteuererklärung machst, da brauchst du die Untergliederung nach Kostentypen. Aber in den Umsatzsteuervoranmeldungen und auch in der Umsatzsteuerjahreserklärung musst du das gar nicht machen. Die nächste Frage kommt von MMZ Arts und MMZ Arts ist offensichtlich gerade in dem Prozess der Gründung und hat da eine Frage zu Umsatzsteuervoranmeldung und die Frage lautet: Ich weiß nicht genau, wie viel Umsatz ich machen werde und möchte nicht, dass meine Umsatzsteuervoranmeldung und die Vorauszahlung das geringe Startkapital direkt auffressen, weil es gibt auch noch ein paar Fixkosten, die getragen werden müssen. Wenn ich jetzt ein Einzelunternehmen anmelde und 0 Euro als voraussichtlichen Umsatz angebe, muss ich dann nur die Nullmeldung machen bei der Umsatzsteuervoranmeldung? Wenn ich dann Umsatz machen sollte, kann ich es ja dem Finanzamt melden, damit die Umsätze angepasst werden. Ja, ich verstehe die Überlegung. Du musst dir aber tatsächlich bei der Umsatzsteuer gar keine Gedanken machen, weil du meldest da ja immer deine tatsächlichen Umsätze. Wenn du am Anfang noch gar keine Umsätze machst, dann machst du halt deine Buchhaltung und wenn du da keine Umsätze hast, musst du auch nichts bezahlen. Du musst bei der Umsatzsteuer wirklich immer nur die Umsatzsteuer zahlen, die du tatsächlich auch entweder bekommen hast oder abgerechnet hast. Mehr musst du nicht zahlen. Bei der Gründung musst du deinen Umsatz angeben, weil abhängig vom Umsatz hast du bestimmte Wahlrechte, wie zum Beispiel Kleinunternehmerregelungen, die Soll- oder Ist-Versteuerung oder aber auch die Gewinnermittlungsart, also EÜR oder Bilanzierung. Nur dafür fragt ganz am Anfang das Finanzamt im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung nach deinen zu erwartenden Gewinnen. Wenn du da irgendwas reinschreibst und dann ist es was anderes, ist vollkommen egal, dadurch erhöht oder reduziert sich deine Umsatzsteuervoranmeldung gar nicht, weil da sendest du ja immer die tatsächlichen Daten. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir so ein paar Fragen zum Thema Umsatzsteuer beantworten. Wenn du allerdings noch weitere Fragen hast, auch zu ganz anderen steuerlichen Themen, oder ich aber unglücklicherweise mit meinen Antworten weitere Fragen provoziert habe, dann schreib uns auch gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Wenn du dir jetzt denkst, das ist alles eigentlich eine Thematik, mit der sollte sich dein Steuerberater beschäftigen, dann beauftrag uns doch als dein Steuerberater. Wir sind spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und machen gerne deine Umsatzsteuervoranmeldung. Wie wir das genau machen und wie wir uns auf eine Zusammenarbeit einigen könnten, das erfährst du, wenn du einmal hier klickst. Natürlich kannst du dir auch erstmal weitere Videos auf unserem Kanal anschauen. Inzwischen gibt es da hunderte Videos zum Thema Steuern, Buchhaltung und so weiter, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.